love me for it, nigga. That's right, homie. None but love. Ich kann mich eigentlich gar nicht konzentrieren, was sie da reden. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Weil ich fahren muss. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. The fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way, Marcus or something? Hello. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Yo, what's up? Fuck your llama. I'ma make this look easy. Hey! Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait from me! For example, agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. That's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockups. Durchsuche die Garagen. Okay. Die? Ist es einmal nicht. You think these tattooed motherfuckers gonna care if we got a pink slip? Die? It got to be this other one. That wasn't it. Ist es natürlich auch nicht. Aber da hab ich eine Panzerung. The powers of deduction is telling me it's right there. So, ist es die hier? Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, vamos. Fuck. Fucking die. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Get those fools. Fuck, they... Nimm mal die. Fuck the herds and shit. Find your bitch ass for cover. Damn. Shit. So. Ego Perspektive. Okay. Bam. Just another day at the motherfucking office. Komm. Puh, oder die Westen ist schon halb verbraucht wieder. Da lebt er noch da oben. Wow. Get that car and try to get out of here. Damn. Shoot the gas, homie. Let's go. Watch out. You get busted for bad man. Reloading. Genius, keep your hands. These marks don't even know if we're here, fool. You just blast they feet. Bam. That might be why they irritated. Boom, you deadly motherfucker. Oh, da oben lebt er noch einer. Oha, mein Gesundheit ist auch bald zu Ende. Schnapp dir das Motorrad. Ah, okay. Wenn meine Gesundheit also unter 50% landet, regeneriert sie sich nach einer gewissen Zeit wieder. You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah,
Drücke Y, um das Radar heranzuzoomen. Ich verliere ihn schon, nicht, keine Angst. Entschuldigung! Benutze, während du gedrückt hast, mein Verhandel ziehen. Hui! Okay, wo ist denn der? Zu einem versammt. That's because he's sitting on 140 cubic inches right here, nigga. Oh shit, Professor, you're right. Okay. Da muss man sich so einige Sachen merken, was man drücken muss. That's the bike we came for. Ha, das war jetzt ein geiler Schuss. Bye-bye, asshole. Take the bike and meet me at the car wash round the way. Das spickt voller Blut. Dein Fahrenwert verbessert sich durch Erreichen der Höchstgeschwindigkeit, Fasszusammenstöße, Wheelies, Sprünge und Landungen auf allen vier Rädern. Na, das wollte ich nicht. Naja, dann erreichen wir mal die Höchstgeschwindigkeit, oder? Hui! Das war knapp. Sehr knapp. Eine Handbremse beim Motorrad ist auch geil. Dass man die drücken kann. Na, ruckel die Zuckel. So, wie gesagt, fangt ihr schon mal relativ gut actiongeladen hier an. Wie man halt bei GTA es nicht anders gewohnt ist. Und ich finde aber die mega, also ich finde die Grafik mega geil einfach. Ich muss halt nur schauen, weil Nvidia, da habe ich gestern einen Optimierungsvorschlag bekommen bei Nvidia, bei meinem Nvidia Control Center oder wie auch immer das sich nennen möge. Und da habe ich einen Vorschlag bekommen zur Verbesserungs-, also zur Optimierungsverbesserung. Und das muss ich einmal schauen, was da meine Grafikkarte sich alles rausholen lässt. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Oh, mein Auto. Bestanden, Rückführung. Jawohl. That's all right. Struggling pain, evil saints in my brain. Hell yeah! Come on, I will fuck wait you up. The fuck up, stupid. You happy? Oh, shit, God! What? Man, that was some crazy shit. So. Du lebst nimmer. So, gehen wir weiter, da. Gut, fahren wir mal nach Hause, at home. Lamar, Stretch kommt raus, Alter. Stretch, er hat seine Zeit abgesetzt. Wir melden uns, Mann. Also. Sorry, Mann. So, warte, wo ist mein Daheim? Daheim ist da. Oh, später dann. Falls wir mal haben. You sent me?
So, steigen wir aus. Gehen wir ins Haus einmal rein. Lol. Ja, die treibt schon wieder rhythmische Sportgymnastik. Wieso ist das Zimmer dann da offen? Gibt's ja nicht. Ah, gehen wir mal schlafen. Ganze Nacht durchgemacht. Das überspeichern wir natürlich. Macht er nicht mehr Yoga? Lol. Ich muss was essen und was trinken, Freunde. Meine Gesundheit. Ah, okay, Gesundheit ist schon wieder regeneriert. Dann gehen wir nochmal schlafen. Huch, das ist. Oh, das ist das Badezimmer. Ah, nicht schlecht. Es ist bestimmt Nacht draußen. Ja. So. Geh mal schlafen. Und jetzt ist morgen wieder. Das ist schön. Lol. Was ist mit dir los? Lebst du noch? Ja, jetzt lebt ihr noch. So, na gut. Ein neuer Tag, ne? Grüß Gott. Tja. Gucken wir mal. Hoppala. Was der neue Tag so bringt. Hübsche. Man, you pathetic fool. Und weg ist sie. Hoppala, Entschuldigung. Zeig dir einen Stinkefinger oder was? Ah, na, die Pistole. Man, you ain't nothing but a punk. Lol. Aha. Motherfucker. Na ja, gut. Fahren wir ein bisschen durch die Gegend, dass wir noch 3 Minuten zusammenkriegen. Und dann machen wir eine kurze Aufnahmepause. Das ist also das neue GTA 5. Also ich muss sagen, ich bin relativ... Also die ersten Eindrücke waren sehr gut, muss ich sagen. Das Schadensmodell von Auto und etc. ist wirklich geil. Hopsala. Und einfach, ja, Schatten, Grafik ist wirklich geil. Und mal schauen, was ich vielleicht noch aus meiner Grafikkarte rausholen kann, weil die Spieloptimierung habe ich ja noch nicht, wie gesagt, durchgeführt. Kann ich einen Bus auch fladern? Warte mal kurz, das probiere ich jetzt mal aus, nochmal schnell. Das wäre jetzt geil, wenn ich einen Bus fladern könnte. Ich will einen Bus fladern. Au! Steh auf! Oh, man. Scheiße! Das soll ich versemmelt. Oh, oder ein Truck. Nee, da ist ein Polizeiauto. Das war jetzt zu gefährlich. Normalerweise müsste ich das eigentlich stehlen können. Bei GTA kannst du normalerweise alles fladern. Ja, ja, du bist ein Truck wiederum, gell? Ne, das kannst du auch schminken, Alter. Sag mal, Trucky Truck. Hihi, geil, Alter. Das kannst du wirklich machen. Hoppa, Entschuldigung.
Komm auf die Autobahn auf. Ah ja, fahren wir auf die Autobahn auf. Moment einmal. Gibt's eigentlich eine Weltkarte? Ach ja, gibt's. Hoppala, Entschuldigung. Hey! Bist du deppert? Bist du deppert? Okay, ist ein bisschen ziemlich groß. Haha, geil. Erst lass mich da eine. Wow, wow. Okay, die Steuerung in der Ego-Perspektive ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Yeehaw! Wow, geil. Leute. Monster-Stunt. Mit dem Truck, ernsthaft. Wollt ihr das wirklich ausprobieren? Nö. Den will ich haben. Aber ich sehe gerade, wir sind schon fertig mit der Aufnahme. Jo, meine Freunde, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Ich meine, viele kennen es wahrscheinlich eh schon von PlayStation und etc. Aber wie gesagt, das muss ich einfach let's playen. Und ja, wie gesagt, der Gernot kommt dann vielleicht auch irgendwann einmal mit dabei bei GTA Online. Und dann werden wir mal schauen, was uns für ein Blödsinn einfällt. Weil GTA Online, da spielen wir natürlich auch gegen andere Spieler etc. Und da wird es vielleicht ein bisschen lustiger werden. Aber wie gesagt, das werden wir dann alles noch sehen. Momentan spiele ich den Story-Modus, bis der Gernot den Dingsums hat, den auch, also GTA Online, also GTA 5 hat. Jo, und bis dahin, meine Freunde, wünsche ich euch was. Bis dahin, tschüss!